Und da sind wir auch schon wieder bei Lego Star Wars The Complete Saga. Und wir spielen, ich bin der gute Qui-Gon. Nein! Mann, 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 was kannst du eigentlich? Ja, das wollte ich machen. Warte, wieso geht das nicht? Au! Du hast mich getötet! Ah, ich kann doch einfach kaputt fahren. Scheiße, ihr Mann. Mein schönes Fahrzeug kaputt gemacht. Nein, die haben auch mich kaputt gemacht. Ah, die sind überall. Sie schieben uns das Fahrzeug wieder her. Sehr nett von ihnen. Das Coole ist, wir kriegen jetzt R2-D2. Gab's da oben noch was? Nee, oder? Wir haben auch Anakin jetzt dabei, oder? Da können wir durch diese kleinen Dinger durchgehen. Die da sollst du kaputt machen. Wen? Die Droidiger machen sich leider nicht von alleine kaputt. Bis jetzt jedenfalls noch nicht. Die sind da eher ungewillt. Gehen wir nochmal zurück, da waren noch ein paar Sachen, die wir holen können hier. Dankeschön. Zum Beispiel können wir die Lampen da oben anmachen. Wenn wir die alle anmachen, kriegen wir bestimmt wieder was. Würde ich mal so mutmaßen. Nee, nee, das kann nicht stimmen. Nee, das ist völlig unmöglich. Da brauchen wir... Jaja, den Jumper haben wir dabei. Brauchen wir. Aber Jaja haben wir nicht dabei, oder? Ich dachte... Ach nee, der ist ja bei der großen Schlacht. Halt, wo ist... Da. Schau mal kurz, ich geh nochmal hoch. Ah ja, da sind noch ein paar. Na gut. Aber das kann nicht, das gab's wirklich nicht, ganz ehrlich. Die Cutscene vorhin meinst du? Ja, auch diese Szene hier. Doch, die gibt's. Die weiß ich, die gibt's. Halt. Da bin ich mir 100% sicher. Aber ich glaube nicht, dass sie die Version geändert haben. Kannst mir echt nicht vorstellen. Würde mich schon sehr wundern. Es ist nur unser Gehirn, was uns da im Stich lässt. Aua. Man hat mich Nein, bleib du oben. Man hat mich erschossen. Was du? Komm, du musst es für mich hochmachen. Au. Er springt heute. Ja, ist aber irgendwie nichts. Sehr schön. Oh, im Sprung. Sehr schön gemacht. Im Sprung. Da fliegen die Dinger richtig schön rum, dass man sie auch ja nicht mehr bekommt. Jetzt endlich mal das erste Star Wars Spiel, was ich als Let's Play mache, muss ich sagen. Bin ja echt der große Star Wars Fan. Ich hätte eigentlich viel früher mal ein Star Wars Let's Play machen sollen, oder? Nö, passt schon. Doch. Lego Star Wars ist ja cool. Ja, doch. Sehr geil. Ja. Ich finde diese die Kamera ist so komisch. Du weißt nicht wirklich, wo die Münzen sind. Ja, die Kamera ist richtig nervig gemacht. Die ist einfach schlecht. Dabdos verkackt. Nee, muss man leider sagen. Aber das ist in fast jedem, in den alten Lego-Spielen eigentlich immer. Ja, ja, das ist, Kamera ist immer das große Problem an den Spielen. Das muss man sagen. Vor allem, dass es einfach nicht auf die Reihe kriegt. Dann weißt du, dass es ein Spiel schlecht macht, okay, aber dass es einfach in jedem Spiel ist. Naja gut, irgendwann haben sie ja dann doch geschnallt, dass man den Bildschirm teilen muss. Aber wir können doch nach oben gehen. Echt? Echt. Da musst du dir aber einen Charakter nehmen, der so einen schießen kann. Dann kannst du hier nach oben gehen. Na los, Padme. Ja. Jetzt nicht mehr die Fake Amidala. Die nicht mehr Fake Amidala. Oh, ich bin bloß hier von mir. Du hast ja eben am Münzen sich, aber das ist ja egal. Ja. Ja, was haben wir denn hier? Nee, es ist kein Minikit. Nee. Sag bloß, du kommst nicht ran. Ja, wer kommt da nicht hin? Wer kommt da nicht hin? Du. Natürlich komme ich da hin. Siehst du, wie wunderbar ich das wieder geschafft habe. Ah, da brauchen wir einen Jedi. Sehr schön, dass du das gemacht. Da unten, wir holen uns lieber die blaue. Sehr schön, danke. Was denn, bist du gestorben? Aber block erstmal die Angriffe von denen da oben. Wie denn? Warte, man kann die blocken. Scheiße, hol, komm runter. Yeah, ich bin... Ach, verdammt, schon wieder 1000 weg. Aber wie kann man denn blocken? So kann man blocken, schau. Und dann kann man die auch mit ihren eigenen... Wie machst du das? Gedrückt halten, den Angriffstaste einfach. Und dann in ihre Richtung drücken. Ah, die sind zu hoch, da müssen wir weiter weg noch, damit man die treffen kann. Ah, so vielleicht. Komm mal her noch, zu mir. Näher zu mir. Oder schießen sie dann nicht mehr? Ach egal, komm lass. Ja, ich glaube, wir lassen es. Versuchen wir mal hochzukommen in den Jedis, oder? Ach, hier meinst du? Hm.
Du musst das eine hier. Erstes ja. Muss das eine hoch. Und jetzt da hoch. Ah, das ist auch manchmal so, dass das Springen etwas unpräzise ist. Das ist auch noch so ein kleiner Kritikpunkt an dem Spiel. Da komme ich nicht hoch. Oder? Hm, doch, man kommt hoch. Okay. Komm schon. Ich würde ja gerne hochkommen, aber... Ich komme nicht. Kann nicht. Hab mich. Ah, es muss doch eine Möglichkeit geben. Oder wir wechseln einfach beide zu einem Kopfgeldjäger, also die diesen Enterhaken haben. Ja, dann haben wir brauchen ja einen Jedi oben. Nee. Doch, weil wir sonst nicht die... Weil wir sonst nicht Dingens da. Ich bin tot. Ich weiß. Egal, scheiß drauf, dann nehmen wir halt so einen. Weil da oben irgendwo die Macht brauchen. Oder? Vielleicht kommen sie auch automatisch nach, das wäre natürlich toll. Aber ich vermute mal, dass sie das kaum machen werden. Jetzt kommt noch mit nach oben, kommt da oben mal noch ein Minikit. Bitte, komme doch mit. Komm, lass das Minikit. Nein, der Minikit. Ja, nein. Doch. Oh Mann. Oh Mann. Ja, toll. Wieso kann ich nicht wechseln? Nicht die Sachen. Mann. Guck mal, ich kann fliegen. Jetzt gar nichts. So, hier kann man reingehen übrigens, wenn man auf der anderen Seite rauskommen will. Will man das? Ja, ja gut, du brauchst einen Jedi. Ich weiß. Ich brauche gar nichts. Du kannst es einfach auch, Dings. Du kannst der eine... Guck ja, mal, ich alle rüber, ich fahre meinen... Du musst ja nur das hier machen, dann musst du das da machen. Und dann musst du noch... Ich glaube, ich kann darüber fliegen. Genau, dann hast du eher... Ja, es ist ja egal, du kannst das können jetzt... Es geht ja nur darum, dass jetzt alle rüber können. Darum ging es ja. Dass für jeden eine Möglichkeit gibt, rüber zu kommen. Ach so. Ah. Nein. Ich kann die betäuben oder sowas. Guck mal, dann kannst du die schnell fertig machen. Sehr schön. Wie hast du das gemacht? Ich kann doch als R2 angreifen. So, als R2, ja, stimmt mit deiner Attacke da. Mit meinem, wenn ich meinen ausfahre. Ja, dein Ding. Ich vermute mal, da müssen wir weiter, oder? R2 ist gar nicht so schlecht, wie man denkt. Er ist ein bisschen langsam im Kopf, aber... Ah, was? Also nicht im Kopf, aber allgemein langsam. Aber gehen wir erstmal nach links. Da war auch noch was. Und ein Minikit. Guck mal, hier kann man irgendwie nochmal drauf gehen. Was passiert dann? Passiert da noch was? Nee. Nee. Wir müssen mal versuchen, mehr von diesen Steinen immer zu bekommen. Würde ich mal so behaupten. Könnte sein. Ah, diese Kamera, eine wahre Freude immer wieder. Kann ich da rausgehen? Nein, kann ich leider nicht. Steine. Ich freue mich schon, wenn wir diese Fähigkeit haben, dass man die Steine automatisch einsammelt, wenn man in die Nähe kommt. Die kostet wahrscheinlich ordentlich was. Nee, die kostet nicht mehr als andere. Nicht? Schau mal, wir müssen dann nachher War das gerade eine Statue von Darth Vader? Komm, hol den. Den müsstest du ja. Weiß ich nicht, habe ich nicht geschaut. Weil die da oben kriegen wir nicht, Dacia haben wir ja leider wieder nicht dabei. Müssen wahrscheinlich alle Lampen anmachen, dann kriegen wir auch wieder irgendwas. Irgendwas Minikit-artiges oder so. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwo Lampen sind. Lampen. Na, können wir nach rechts weitergehen. Hier noch was? Nein. Ah, diese blöden Münzen. Diese blöden Münzen hauen immer in alle Richtungen ab. Wie lange ist das Spiel eigentlich, würdest du schätzen? So viele Episoden es halt sind. Ja gut, schauen wir mal. Ja, Episoden und dann immer 6 Level pro, also 6x6, 36 müssen es sein. 36 Level, okay. Ja, gut. Ja. Könnte hinkommen, ne? Könnte sein. Wahrscheinlich dauert es etwa so lange wie Rayman, bis das durchkommt, würde ich schätzen. Ach so, meinst du, wie viel Part wir brauchen? Ja, ja. Ja, wir schaffen so meistens ein Part pro Folge, also 36. Ja gut, die Level sind ja auch nicht darauf ausgelegt, nicht so lang zu sein. Damit sie für Kinder auch gut spielbar sind und die Kinder nicht, Kinderlein nicht zu viel zocken. Warte mal, ich wechsle mal zu einem... Die Kamera. Komm, wir gehen beide hoch. Da okay. Müsste es eigentlich gehen. Warte mal, ich wurde nach oben. Ja. Ah, diese Kamera ist echt ein Graus. Ach, da oben. Ja, da brauchst du eh Judge. Da kommst du nicht hoch. Ich glaube, da kommt man nicht hoch, wenn man nicht gerade... Wenn man nicht gerade Herr Binks heißt. Die Grafik sieht irgendwie gerade so aus wie bei Rise of the Argonauts. Finde ich. Ja, der Palast, gell? Der Palast von Yolkos.
Du kennst dich da besser aus. Ja, ich hab's auch durchgespielt. Weiß nicht, ob ich es zu dem Zeitpunkt schon komplett hochgeladen habe, weiß ich nicht, aber... Na, hochgeladen sicherlich schon, aber noch nicht freigeschaltet. Ja, ja, hochgeladen ist es auch jetzt schon alles. Nee, noch nicht. Fehlen noch 8 Folgen, glaube ich. Hab noch nicht hochgeladen. Na, egal. Er ist ja das. Das ist das falsche Let's Play. Ja, warte, gehen wir nochmal. Also ist die Frage, müssen wir noch da weiter, oder? Dunkle Macht. Ja, ich glaube, wir müssen da weiter, oder? Nein, wir müssen noch da. Sicher? Das weiß ich nicht. Das ist gemeine. Wenn wir falsch gehen, dann ist... Hat mal wieder eine... Ja, da. Aber da brauchen wir... Da müssen wir ziemlich Macht. Böse sein, um hier weiterzukommen. Ja, ja. Ja, du kannst sie zwar erschießen, aber es bringt uns nichts. Und deswegen kommen wir trotzdem nicht da hoch. Aber immerhin. Ja, aber immerhin haben wir sie erschossen. Das ist dann das Genugtuung. Genau. Ah, hier müssen wir ganz böse sein. Wer bin ich denn überhaupt? Ach, ich bin... Oh, nee, ich bin der Waschlappen. Er ist Captain Panaka, der Waschlappen. Sag ich doch. Ich will auch so hoch springen können. Im richtigen Leben. Und dann immer so Schulalltag. Hollala. Ich springe durch die Gänge. Nein. Ich glaube, da würden sich deine Schüler komisch anschauen. Ich wette, dahinter wartet Darth Maul. Nee, wartet er nicht. Der hat ein eigenes Level spendiert bekommen. Ha! Ah nee, das brauchen wir. Brauchen wir das Wasser. Ja, ja. Ich überleg gerade, welche... Nein, Münzi, Münzi, Münzi. Ich überleg gerade, welche Charaktere es noch gibt. Also dieser springen können wir Jaja. Ich glaube niemand. Doch, da gibt's noch ein paar. Ach genau, die von der, die Wache von General Grievous. General Grievous selber auch übrigens. Ja. Oh ja, General Grievous habe ich auch immer gemocht. Also den Film finde ich ihn jetzt nicht ganz so geil, aber hier im Spiel ist eigentlich so der geilste Charakter. Der ist richtig gut, ja. Weil er so springen kann und diese vielen... Aber egal, den sehen wir ja noch früh genug in Episode 3. Jetzt hast du mich umgebracht. Du hast mich auf dem Gewissen. Oh nein, das tut mir aber leid. Das weißt du doch, dass mir das bestimmt ganz toll leid tut, gell? Immer doch. Immer doch. Aber immer noch. Ah, wieder Lampen, Lampinglong, Lampen, Lampen, Lampen. Wie die Blumenkästen so richtig hart explodieren. Die stehen voll im Lampenlicht. Guck mal, ich hau einmal gegen Blumentopf und eine richtige Feuerexplosion. Ja, natürlich, was hast du gedacht? Das sind Explosionspflanzen. Frisch aus Felusha. Was? Da gibt's solche Pflanzen? Felusha. Importiert. Das ist nicht so ein Planet, wie sie Pflanzen. Nö. Sehr geiler Planet. Das ist einer meiner Lieblingsplaneten in Star Wars. Nein! Was ist denn euer Lieblingsplanet eigentlich in Star Wars? Würde ich gerne mal wissen. Schreibt es mir doch in die Kommentare. Oder uns schreibt ihm bloß nicht in die Kommentare. Wenn ihr das macht, dann... Ah, scheiße. Geh nochmal runter. Dann. Mann, oh! Münzen. Die keine sind. Ah, verwirrt. Ich hasse die Kamera. Ich hasse sie so unglaublich. Kannst du dir gar nicht vorstellen, wie unglaublich ich diese Kamera hier hasse. So sehe ich dich ungefähr? Ja, das kommt ungefähr hin, ja. Ich denke, das ist unser gegenseitiger Hass hier. Wie ich den weggekickt habe. Aber dein Hass gegen diese anderen Lego-Figuren hier ist noch größer und deswegen spielen wir eigentlich auch meistens. Hörst du auf, mich zu bekriegen? Ja, ich kann blocken, siehst du? Nein! Das ist bitter. Aber im Kampf, Jedi gegen Jedi, hast du keine Chance. Erst den Orangen, sonst kommen da noch mehr. Scheiße, ich verliere komplett meine Münzen hier, das können wir vergessen. Also mit wahrer Jedi wird nichts. Nee, absolut nicht. Nicht, wenn wir so weitermachen. Der Doppelsprung ist nicht mehr. Nee. Ich will darüber. Bei manchen von diesen Dingen brauchst du auch R2, um rüberzukommen. Wo müssen wir überhaupt hin? Wir passen jetzt schon wieder die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Ach komm, in wahrer Jedi schaffen wir eh nicht. Ja, nee, ich meine auch so irgendwelche Sachen. Ja gut, stimmt. Na egal, aber ich finde trotzdem, wir sollten halt möglichst viel immer von den Leveln mitnehmen. Warte, geh nochmal zur Seite, ich kann sonst nicht. Ich wollte gerne, aber man hat mich davon abgehalten. Ach, die Kamera war es wieder. Ah, wir müssen nach oben. Ah, ich weiß, wie wir hinkommen. Schau, dann muss ich den hier nehmen. Und jetzt siehst du zum ersten Mal diese Dinger hier in Action, diese Klappen. Ah, jetzt bin ich auf deiner Seite und dann kann ich da reingehen. Der kleine Anakin, der immer noch seinen Podracer-Helm aufhat.
Da kann ich da oben... Nein! Ah. Wo bin ich jetzt? Ja, toll, jetzt bin ich auf der... Ja gut, jetzt bist du der. Oh, Kamera. Der Held der Nation. Oh, Kamera. Ja, ist nicht. Geht's jetzt runter? Schön gemacht. Danke. Ich weiß. Sag mal, du hast immerhin. Null zu deiner Information. Du hast einfach null. Ach, mittler habe ich schon geschafft. Ja. Machst du das absichtlich oder was hier? Ja klar, damit wir bloß kein wahrer Jedi werden. Ja, das wäre schlimm, wenn wir wahrer Jedi wären. Das wäre fatal. Das wäre ja voll. Dann würde man uns für gut halten. Das kann ich nicht zulassen. Nee, absolut nicht. Ein absolutes No-Go ist das. Wir und gut. Ja, niemals.